sehe ich jetzt erst. Ich habe die alle mit Lampen gemacht. Aber egal. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge Planet Nomads. Ja, wir haben hier das Problem, dass unser Inventar völlig voll ist. So, wir haben das gescannt hier, jawohl. Und können das erstmal alles wieder wegnehmen hier. So, mal gucken, ob wir hier wieder was reinkriegen. Glaube nicht. Nö. Aber wir haben alles weg. Das heißt, wir können tatsächlich zurückfliegen. Was ich gerne machen möchte. Wieso geht er jetzt wieder? Was ist das denn? Wenn ich die 0 drücke. Ach nee, das ist, ich habe nicht die 0 gedrückt, sondern den daneben. Ja, so ist das, wenn man im Dunkeln vom Computer sitzt. Da fällt mir gerade ein, das Ding wollten wir ja auch noch wieder abbauen. FAD. Kompakter Drucker. So, und weg.
im Grunde, hier haben wir keine Strahlungsprobleme. Das heißt, wir könnten hier eigentlich einen Außenposten bauen oder eigentlich unsere Basis hierher verlegen. Denn hier, denke ich mal, wird es um alles gehen. Dass wir hier irgendwo was bauen müssen. Also, fangen wir an und setzen erstmal Basisfundamente. Auf die Basisfundamente kommen die Ecken, da kommt die Tür rein, da kommen normale Wände rein und da kommen Wände mit Fenstern rein. So, das ist das erste. Und das sollten wir vielleicht ein bisschen größer bauen, als was wir bei dem anderen gebaut haben. Machen wir nicht nur 3x3, sondern da machen wir dann 5x3. So. Okay, Panzerung, einmal zum Flieger. Gut, das haben wir. Jetzt setzen wir die Ecken drauf. Ah, da fehlt ein Grundrahmen, okay.
Gut. Ja. Einmal. Temperature shield nearly depleted. Okay, jetzt kommen direkt daran kommen die Fenster, das sind die 8. You are in a well-fed state. Nein, nicht essen. Fenster bauen. Da ist einer am Speichern. Man merkt es am Ruckeln. Normales Fenster daneben, also normale Wand daneben, ohne Fenster. So, und da auch, und da auch, und dann kommt noch mal mit Fenster. Das kommt dahin. Und das dahin. So, wie viele haben wir hier? 1, 2, 3. Das heißt, da kommen die einfachen Wände hin. Einmal, zweimal und dann kommt die Tür dazwischen. Gut. Und auf der anderen Seite haben wir. You're becoming tired. Da. Und da und eins mit Fenster noch dazwischen. So. Und als nächstes brauchen wir dann. Zum einen die Deckenplatten, den normal, nee, das ist die Raffinerie, Moment, sieht aber ähnlich aus, das Ding, der Biogenerator, den brauchen wir, die Elektroverteilung brauchen wir und dann als erstes den Drucker. Wenn wir den Drucker haben, die Stasiskammer.
Ich hasse dieses Nicht-Steuern. Bare. Ja, und wieder runter. Och Mann, Leute, das ist doch wohl blöd, was ihr hier programmiert. Ja, wie soll das dann jetzt ransippen? Wie soll das gehen, ohne dass ich da aufs Dach fliege? Und nochmal. Ja, ganz klasse. Ey, das gibt's doch nicht. So. Bleib da. Ey, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Was ist das für ein Schwachsinn? Wieso muss man das so komisch um die Ecke bauen, damit es einmal funktioniert? Wenn du das erste hast, dann geht's ja. Dann kannst du es aneinander ansnappen und dann ist gut. Aber das erste Dachteil da drauf zu packen, ist fast unmöglich. Also nicht auf normalem Weg. So, wo ist die Tür? Da. Machen wir drei rein. So, haben wir Glas noch irgendwo? Nee, haben wir nicht. Macht aber nichts. So, das. Das. Das brauchen wir erstmal nicht, aber Elektroteile, ja, wo sind sie? Da haben wir noch mal Glas. Sehr gut. Mechanische Teile. Und hier in der Sonne ist es wärmer, also im Schatten, das bringt schon was.
Ja, okay. Sehe ich jetzt erst, ich habe die alle mit Lampen gemacht. Aber egal. So. Das kommt hier ran. Dann kommt der hierher. Und der dahin. So, dann kommt das Teil hierher. Mechanische Teile, okay. Stoff. Da ist der Stoff. Verbinden. Das verbinden, das verbinden, das verbinden und das verbinden. You are well rested. Sehr schön. So, was brauchen wir als nächstes? Ich denke mal, das klären wir in der nächsten Folge. Stimmen Sie mal in Schatten. Weil ich beende nicht nur die Folge, ich beende auch die Aufnahmesession. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.